Yo Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem neuen Nanatsu no Taizai Video. Heute geht es natürlich mal wieder, ihr kennt es, um die Fragen zum letzten Kapitel. Wir sprechen heute auch ein bisschen über die Spoiler zum nächsten Kapitel. Die sind nämlich auch ziemlich interessant, muss man sagen. Denn es passiert etwas, womit ich wieder mal nicht gerechnet hätte, ohne Spaß. Es ist einfach wieder absolut unfassbar, was in Nanatsu no Taizai vor sich geht. Aber wir kommen erstmal zu den Fragen eurerseits, die ihr mir auf Instagram stellen konntet. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ihr könnt mir jede Woche unter dem aktuellsten Bild für das Chapter von Seven Deadly Sins bei Instagram Fragen stellen zu diesem Kapitel, die ich dann für ein extra Video hier in diesem Beispiel quasi behandeln werde und beantworten werde. Und dementsprechend, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgen solltet, folgt mir auf Instagram, da könnt ihr mir auf jeden Fall Fragen stellen für dieses Format. Damit würde ich sagen, können wir direkt loslegen und beginnen mit der ersten Frage. Und die kommt von Edward Waldes 16. Denkst du, Meliodas verwandelt die Kraft der Gebote auch in Objekte, wie es Mael tat? Und da kann ich 100%ig sagen, nee. Also, warum? Das ist einfach so eine Sache, die komplett nicht für Meliodas spricht, weil Mael ist jemand, der nicht auf dämonische Kraft passt. Ist einfach so, er ist überhaupt nicht kompatibel für die 10 Gebote. Das hat man jetzt die ganzen Kapitel über gesehen. Meliodas hat in einem langwierigen Prozess, wo er immer noch drin ist, ist er dabei, die ganzen Commandments zu absorbieren und eine Technik für diese zu entwickeln. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau einen Sinn hat, warum Mael diese Kraft nicht richtig für sich nutzen kann, diese Kraft nicht richtig einsetzen kann. Und deswegen nutzt er sie wirklich nur quasi als Bomben, so ein bisschen in visueller Form von irgendwelchen Gegenständen, um die Kraft irgendwie rauszuhauen, weil die Kraft halt nicht in seinen Körper passt, weil das halt überhaupt nicht funktioniert, weil der Typ, der Körper nicht dazu passt. Und ich denke, weil Meliodas einfach eine ganz andere Rasse ist, weil er dafür passend gemacht wurde vom Dämonenkönig, wird das hier einfach passend gemacht und dementsprechend sollte es hier funktionieren und sollte es hier nicht zu so einer Sache kommen mit den Gegenständen, mit der Glocke und so weiter. Ich denke, Meliodas wird eine etwas verschärftere Form des Assault Modes kriegen, nochmal eine Form drüber, kann man sagen, nochmal eine Spur weit krasser, und dann werden wir abwarten müssen, inwiefern Meliodas sich da verändern wird. Ich denke, das Charakterdesign wird hier absolut überirdisch werden, denn das war bei Mael schon absolut heftig. Nächste Frage kommt von Binkert-Philipp. Er fragt, wie hoch denkst du ist momentan Kings Power Level? Ja, das ist so die Frage. King konnte Mael besiegen, lag unter anderem auch daran, dass Mael immer schwächer wurde, wegen eben diesem Prozess vom Absorbieren der Commandments. Ist jetzt die Frage, ob Kings alleinige Stärke auch gegen Mael gewonnen hätte. Also angenommen, die Gebote hätten Mael nicht geschwächt, hätte King dann auch gewonnen. Das ist so die Frage. Und King ist auf jeden Fall hier ohne einen Kratzer großartig rausgegangen aus diesem Kampf. Das heißt, entweder wird er für späterhin nochmal wichtig in einem wichtigeren Kampf. Ist dann die Frage, wie das vom Power Level her dann zu vergleichen ist, also mit wem er dann gegenübergestellt wird. Oder ob King dann letztendlich gegen irgendwelche Gegner, gegen Chandler, gegen Cusack oder so, vielleicht gegen Meliodas, dann sogar den Kürzeren zieht, weil er dann doch nicht so stark ist, wie man das jetzt hier annehmen kann. Und meine persönliche Vermutung über Kings Power Level, über Kings momentane Stärke, liegt so ungefähr, ich würde jetzt einfach mal schätzen, bei genau 200.000. Also 200.000, vielleicht sogar ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen darüber, aber nicht krasser. Ich würde auf keinen Fall sagen, er hat ein Power Level von 250.000 oder höher, das denke ich eher nicht. Ich denke, es wird ein bisschen weniger sein, so 210, 200 glatt, irgendwie so um den Dreh, denke ich. Ich könnte es mir aber auch vorstellen, dass King sogar unter 200.000 hat, also so 180, 190, so um den Dreh. Das wäre alles möglich. Weil, wie gesagt, Mael wurde unter anderem deswegen besiegt, weil er dementsprechend schwächer wurde. Und die Attacken, die er rausgehauen hatte gegen King, haben ihm keinen Kratzer zugefügt.
was natürlich auch nochmal wieder für King's Power Level irgendwo sprechen würde. Deswegen, also das ist nicht so ganz klar, meiner Ansicht nach, aber ich würde trotzdem sagen, dass King hier in irgendeiner Weise beziehungsweise sich in diesem Bereich irgendwo befindet. Also so 190, 200, 210. Mehr als 250 fände ich persönlich zu viel, aber wie gesagt, da müssen wir abwarten, wenn das überhaupt rauskommen würde. Wenn er irgendwie 300.000, 400.000 hätte, fände ich es echt übertrieben, aber King ist halt nun mal einfach der Anführer seines Clans, deswegen muss er so eine absolute Stärke besitzen. Nächste Frage kommt von FlashGame25. Glaubst du, Merlin und Gopher bekommen auch ein Power-Up wie King jetzt? Definitiv nicht. Also ohne Scheiß. Definitiv nicht. Gopher auf gar keinen Fall, weil Gopher ist jemand, habe ich schon tausendmal drüber gesprochen, der Charakter wird nicht weiter behandelt werden. Zumindest von der Tiefe her ist der komplett fertig erzählt worden. Vom Power-Up her ist der auch nichts Besonderes in Anführungsstrichen. Er ist halt eine Puppe. Er hat halt die Magie von seinem Meister, sag ich mal. Also es kann sein, dass er möglicherweise irgendwann im Laufe der Story, ist ja nicht mehr lange, es wird ja bald zu Ende gehen mit Taizai, dass er vielleicht noch auf die Kräfte von dem alten Gopher zugreifen kann. Er hat ja nicht alle Fähigkeiten. Das wäre noch die Möglichkeit. Das könnte ich in Betracht ziehen. Das halte ich für möglich, sagen wir es mal so. Aber irgendwie ein Power-Up, was jetzt Aspel-mäßig sich irgendwie aus dem Arsch gezogen wird, dass Gopher jetzt absolut krass wird, so, weiß ich nicht, dass er so ein Schicksal trägt wie King, weil bei King war es einfach ein großes Foreshadowing, dass er irgendwann mal richtig krass wird, dass er Flügel bekommt und so weiter. Und bei Gopher ist das ein bisschen was anderes. Deswegen, also hier ist es mehr so diese menschliche Schiene, die Gopher immer gegangen ist von der Entwicklung her. Deswegen denke ich hier, was Gopher betrifft, wird er gar kein Power-Up bekommen. Er wird immer mit den Erinnerungen spielen. Das ist das, was ihn ausmacht und das ist so seine Trumpfkarte. Bei Merlin ist es ein bisschen ähnlich, finde ich. Denn Merlin ist so ein Charakter, die zeigt überhaupt nicht, was sie kann. Also, die bleibt immer im Verborgenen, die zeigt dann, was sie halt, ja, die zeigt halt eigentlich gar nicht, was sie kann. Es ist halt wirklich bei ihr absolut komisch. Sie ist eigentlich das größte Geheimnis mitunter. Am Anfang war es Gopher, jetzt mittlerweile, finde ich, ist es Merlin immer mehr. Weil Merlin ist die ganze Zeit im Hintergrund, macht überhaupt nichts und wenn sie mal zum Einsatz kommt, ja, dann macht sie jeden fertig, so gefühlt. Aber vom Power-Level her ist sie ganz weit unten. Das ist sehr, sehr komisch. Sie hat anscheinend sehr, sehr viele Tricks drauf. Ich denke, dass Merlin möglicherweise, ja, eine Form mal kriegen könnte. Aber ich denke eigentlich, dass Merlin keine kämpferische Person ist, sondern wirklich taktisch vorgeht, sich zurückhält und die anderen machen lässt. Ich denke nicht, dass Merlin irgendwie großartig kämpft oder viel macht und das wird auch so bleiben. Also ein großer Merlin-Moment gegen Ende hin, weiß ich nicht, ob das stattfinden wird. Dazu hast du viel zu viele Charaktere, die mehr ins Rampenlicht gerückt werden müssen, theoretisch. Deswegen würde ich sagen, Merlin, Gopher, beide gar kein Power-Up mehr. Also generell gar kein Power-Up mehr. Wie gesagt, Gopher, das Einzige, was ich ihm zutrauen könnte, wären noch die Fähigkeiten von dem alten Gopher. Ansonsten, keine Ahnung. Merlin hat halt immer was in der Hinterhand, was sie rauszaubern kann. Deswegen, wenn du das als Power-Up sehen möchtest, dann ist es das dementsprechend. Aber es ist jetzt kein absolut neues Power-Up in dem Sinne so, dass es so hingestellt wird, als wäre es eine Kraft, die Merlin noch nie zuvor erreicht hatte, weil Merlin ist Merlin, sie weiß ganz genau, was sie kann, sie zeigt es nur keinem deswegen, also das ist so ein sehr, sehr großes Mysterium, was diesen Charakter betrifft. Ich bleibe dabei, diese beiden Charaktere sind größtenteils abgehandelt, zumindest Gopher. Merlin hält sich immer zurück. Nächste Frage kommt von Luca Korrat und er fragt, verliert Mael seine 4 Gebote nun oder bleiben diese bei ihm? Und hierzu gehen wir ein bisschen auf die Spoiler des nächsten Kapitels ein, denn wir haben schon ein bisschen bekommen. Wer nichts wissen will, der schaltet an dieser Stelle ab. Aber es ist was ziemlich krasses, wie ich finde, denn Mael wird einfach gut, ohne Spaß. Also letztendlich sehen wir in dem nächsten Kapitel, wie Gopher versucht im Inneren von Mael die Gebote aus ihm herauszubekommen, wie er die Gebote abstößt und dazu kann ich also zu dieser Frage sagen, dass Mael es schaffen wird, tatsächlich im nächsten Kapitel
alle Gebote von sich fernzuhalten, alle Gebote von sich abzustoßen und wieder zu sich selbst zu finden. Das Ding am Ende ist sogar tatsächlich, dass Mael anscheinend sogar zu Gopher hält. In dem Traum, beziehungsweise in dem Kopf, in dem Visionenteil, sag ich mal, ist es so, dass Gopher und Mael zusammen ziemlich viel Zeit verbringen. Das heißt, sie essen, glaube ich, sogar irgendwie Hühnersuppe zusammen und so weiter. Gopher verkleidet sich irgendwie als Cosplay-Girl, so wieder richtig alter Gopher-Moment, richtig komisch. Und Gopher versucht hier einfach alles, um Mael wieder zu sich selbst zu bringen, was er auch schafft letztendlich. Und Gopher wird dann nach dieser ganzen Aktion bewusstlos, woraufhin dann Mael letztendlich ihn dann hält und so weiter und dann wieder zu sich selber finden kann. Also das ist auf jeden Fall extrem krass. Hier also zur Frage, ob er die Gebote verlieren wird. Ja, er wird sie verlieren und anscheinend ist er wieder gut. Was absolut krass ist, denn ich hätte mir Mael wirklich als Endgegner vorgestellt. Wie gesagt, also das ist noch nicht komplett ausgeschlossen. Mael kann auch immer noch der Antagonist bleiben, wenn er natürlich von seiner ursprünglichen Einstellung her immer noch gegen Meliodas geht, beziehungsweise der Konkurrent, der Rivale im Verhältnis zu Elizabeth ist. Das ist definitiv machbar. Von daher muss er ja einfach diesen Charakter besitzen, diese Einstellung, einfach diese Tiefe, weil ein Endantagonist muss ein bisschen labern können, muss ein bisschen Intellekt haben. Von daher ist das alles da jetzt in diesem Fall und das war vorher nicht da, als er so rumgewütet hatte. Von daher würde ich sagen, ist es nicht ausgeschlossen, dass Mael hier, ja, komplett von der Leine fällt, wenn es um den Endantagonisten geht. Und das ist ein guter Übergang auf die letzte Frage für heute. Und die kommt von Lenny-156. Wer glaubst du, wird der neue Antagonist? Und das ist so eine Sache, wie gesagt, es ist machbar, dass Mael immer noch der gleiche bleibt, also der gleiche Antagonist an der Stelle, dass er der Antagonist bleibt. Aber wenn Mael komplett sich der guten Seite widmet, dann bleibe ich dabei wirklich zu sagen, der Protagonist, der Held der Serie, ist Meliodas und der Antagonist, der Bösewicht, und letzte Gegner der Serie ist Meliodas. Das heißt, Meliodas wird am Ende der letzte sein. Seven Deadly Sins gegen Meliodas wäre letztendlich ganz cool einfach, den Held der Serie auch zum letzten Gegner machen zu können. Fände ich sehr, sehr nice, wenn man was anderes. Und es wäre einfach absolut twistmäßig krass, fände ich. Auf jeden Fall, das sind so die beiden, die ich als Antagonisten dahinstellen würde. Dämonenkönig, höchste Gottheit, ist die Frage, ob die überhaupt weiter behandelt werden, weil das sind mittlerweile zwei Charaktere, die ich gar nicht mehr richtig in die Story integrieren kann, weil sie irgendwie immer nur nebensächlich erwähnt werden oder so. Klar, man sieht den Dämonenkönig auch und so weiter im Fegefeuer, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich finde diese beiden Charaktere sind so, ich will nicht sagen irrelevant, aber sie sind so nebenstehend. Sie werden nur nebenbei erwähnt und sie sind gar nicht im Hauptgeschehen wirklich richtig im Fokus. Von daher ist die Frage, ob diese beiden Charaktere generell überhaupt jemals großartig mal die Erscheinungen bekommen oder generell halt im Fokus stehen werden. Und deswegen sage ich Meliodas oder Mael weiterhin. Das war soweit zu den Fragen zu diesem letzten Kapitel gewesen und zu den Spoilern zum Kapitel 282. Ich werde die Review dann die nächsten Tage machen, wenn wir ein bisschen mehr wissen und so weiter, werde ich dann auch darüber nochmal sprechen, was in Maels Kopf komplett vor sich geht. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, das Ganze wirklich im Chapter zu sehen. Das soweit von meiner Seite aus. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, auf Instagram folgen, bei Instagram folgen, wenn ihr es nicht getan haben solltet. Fürs nächste Chapter wisst ihr dann auch wieder Bescheid, dass ihr mir da Fragen stellen könnt. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut rein und ciao.